Ich darf Sie heute Abend auch im Namen unseres Kooperationspartners, der Heinrich-Böll-Stiftung Saar und Ihres Geschäftsführers Erich Bäder ganz herzlich begrüßen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 10. Mai 1940 beendete die deutsche Wehrmacht mit ihrem Überfall die lange Neutralität der Niederlande. In nur 5 Tagen wurde das ganze Land besetzt. Königin Wilhelmina war mit ihrem Kabinett nach England geflohen und baute dort eine Exilregierung auf, während in den Niederlanden der Österreicher Arthur Seyß-Inquart von Hitler als Chef der Zivilverwaltung zum Reichskommissar der besetzten niederländischen Gebiete ernannt wurde. Das Land wurde systematisch in den Dienst der deutschen Rüstungswirtschaft gestellt und gegen Ende des Krieges großflächig ausgeraubt und zerstört. Allein im Spätherbst 1944 und in den ersten Monaten des Jahres 1945 wurden insgesamt 10% des Landes überflutet, um den Vormarsch der Alliierten aufzuhalten. Der darauf folgenden Hungersnot fielen ca. 18.000 Menschen zum Opfer. Mit erschreckender Gründlichkeit wurde zudem die Deportation von weit über 100.000 Jüdinnen und Juden, die sich zu diesem Zeitpunkt in den Niederlanden aufhielten, in die Vernichtungslager der Nationalsozialisten im Osten Europas organisiert. Aus keinem anderen westeuropäischen Land, das vom nationalsozialistischen Deutschland zwischen 1940 und 1945 besetzt wurde, wurden bekanntlich so viele Jüdinnen und Juden deportiert wie aus den Niederlanden. In seinem Vortrag analysiert der Wiener Historiker Johannes Koll die Strukturen der deutschen Herrschaft anhand der Biografie von Arthur Seyß-Inquart und beleuchtet ein in Deutschland bisher verdrängtes Kapitel der nationalsozialistischen Herrschaft. Johannes Koll arbeitet am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Wien und ist Leiter des Universitätsarchives. Zuvor war er an den Universitäten in Köln, Münster und Wien tätig sowie an anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland, Polen und auch in den Niederlanden. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen neuzeitliche Geschichte im europäischen Kontext, Nationalsozialismus sowie Patriotismus und regionale Identität. Seine Habilitationsschrift Arthur Seyß-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik in den Niederlanden wurde 2015 publiziert. Ich freue mich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und ich möchte ausdrücklich der Heinrich-Böll-Stiftung und der Stiftung Demokratie Saarland für die freundliche Einladung danken. Dadurch habe ich die Gelegenheit, Ihnen, meine Damen und Herren, heute die deutsche Besatzung der Niederlande im Zweiten Weltkrieg vorstellen zu dürfen. Und es wird Sie wohl kaum verwundern nach der Einführung, dass ich mich im Wesentlichen auf die Forschungen stütze, die ich in dem genannten Buch über Arthur Seyß-Inquart angestellt habe. Damit geht einher, dass der Akzent meiner Ausführungen heute Abend auch eher auf der Zivilverwaltung liegt, weniger auf der Rolle der Wehrmacht in den besetzten Niederlanden. Diese Schwerpunktsetzung entspricht nicht nur meiner eigenen wissenschaftlichen Expertise, weil ich kein Militärhistoriker bin, sondern sie reflektiert, wie gleich auch noch gezeigt wird, auch die Machtverteilung innerhalb des deutschen Besatzungsapparates. Es gibt also auch sachliche Gründe, warum man den Akzent eher auf die Zivil- als auf die Militärverwaltung im Fall der Niederlande legen sollte. Auf jeden Fall beschäftigen wir uns im Fall der Niederlande mit einem Land, das im System der deutschen Besatzungsverwaltungen wie auch im Hinblick auf die Shoah einen besonderen Stellenwert eingenommen hat. Da darf ich nochmal auf die einführenden Bemerkungen zurückkommen. Aus keinem anderen westeuropäischen Land wurden tatsächlich so viele Jüdinnen und Juden deportiert wie aus den Niederlanden. Von den über 140.000 Jüdinnen und Juden, die zu Beginn des Westfeldzugs in den Niederlanden lebten, wurden bis 1945 über 107.000 Menschen deportiert. Nur 5.200 von ihnen überlebten den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Und damit, das sehen Sie hier an der Folie, liegt der Anteil der deportierten Juden für die Niederlande mit knapp 75% weit über den Vergleichswerten zu Belgien mit 43% und Frankreich 25%.
Dass die besetzten Niederlande hier so negativ hervorstechen, hing mit vielen Faktoren zusammen, nicht zuletzt mit der Art der Besatzungsverwaltung. Die Struktur und die Politik der Besatzungsverwaltung vorzustellen, ist denn auch das Hauptanliegen meines Vortrags. Denn obwohl die Niederlande neben Norwegen und ab 1943 auch neben Dänemark im nordwestlichen Teil von Europa das einzige Besatzungsgebiet waren, das einer deutschen Zivilverwaltung unterstellt wurde, ist die Geschichte dieses kleinen Landes in Deutschland weniger bekannt als beispielsweise die Entwicklungen in Frankreich, in Polen oder der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs. So lohnt es sich meines Erachtens zu fragen, was das Besondere der deutschen Besatzung der Niederlande ausmachte. Wie lässt sich in Umrissen die deutsche Besatzungspolitik beschreiben und wie sah das Personal der Besatzungsverwaltung aus? Zunächst hatte Hitler dem Oberkommando des Heeres den Befehl erteilt, in den Niederlanden eine Militärverwaltung aufzubauen. Schon bald aber, nach der ungemein rasch erfolgten Kapitulation der niederländischen Streitkräfte am 15. Mai 1940, entschied Hitler, die hier im Unterschied zu Belgien und zu Frankreich eine Zivilverwaltung zu errichten, und zwar in Form eines Reichskommissariats. Mit diesem Modell, das am 29. Mai 1940 implementiert wurde, war eine bestimmte Vision deutscher Besatzungspolitik verbunden. Mit der Entscheidung für eine Zivil- anstelle einer Militärverwaltung wollte die Reichsführung deutlich machen, dass es ihr nicht um eine klassische Besatzung eines militärisch besiegten Landes für die Dauer eines Krieges ging. Auch waren die Niederlande nicht im gleichen Maße als Ausgangsbasis für die angestrebte Eroberung Großbritanniens gedacht, wie Belgien und die französische Nordseeküste. Entsprechend dem hochgradig ideologisierten Verständnis des Nationalsozialismus von Kriegsführung sollte das Modell der Zivilverwaltung vielmehr den Niederländern signalisieren, dass das Deutsche Reich sie für den Nationalsozialismus gewinnen wolle. Man glaubte sogar, die Niederländer im Laufe der Zeit zu einer Art von Selbstnazifizierung anstiften oder führen zu können. Spitzfindig meinte in diesem Sinn der Leiter der Abteilung Rechtsetzung und Staatsrecht des Reichskommissariats, Kurt Rabel, dass es darum gehe, ich zitiere, den Niederländer den Weg in die Zukunft des germanisch-europäischen Großraums selbst finden zu lassen. Ende des Zitats. Dahinter wiederum stand die rassistisch motivierte Vorstellung, die Niederländer seien ein germanisches Brudervolk, das aufgrund seiner Zugehörigkeit zu den germanischen Völkern prädestiniert sei für die Übernahme des Nationalsozialismus, der wiederum die natürliche Lebensform für alle germanischen Völker sei. Die Entscheidung für die Zivilverwaltung in den Niederlanden war somit mehr als ein verwaltungstechnisches Detail. Sie implizierte ein ideologisch motiviertes Programm, zu dessen Erreichung, wie ich gleich noch zeigen werde, bestimmte administrative Strukturen notwendig waren. Die Entscheidung für die Form des Reichskommissariats ging sogar noch einen Schritt darüber hinaus, weil sie ein Konzept auf ein besetztes Gebiet übertrug, das ansonsten nur innerhalb des Deutschen Reiches oder den angegliederten oder rückgegliederten Gebieten angewandt wurde. Denken Sie an Saarland ab 1935, an die Ostmark sowie an die Sudetengebiete ab 1938. Dass ein ursprünglich auf Reichsgebiet zugeschnittenes Modell während des Krieges auch auf eroberte Gebiete jenseits der Reichsgrenzen angewandt wurde, zeigt, dass in diesen Gebieten die kategoriale Unterscheidung zwischen Inland und Ausland ineinander verschwammen und verschwimmen sollten. Als Reichskommissariate sollten sowohl Norwegen als auch die Niederlande viel enger an Deutschland gebunden werden als andere besetzte Gebiete. In beiden Fällen ging es ja aus Sicht der NS-Führung um Länder mit germanischer Bevölkerung. In beiden Fällen dürfte die Einrichtung eines Reichskommissariats als eine Vorbereitung auf die Eingliederung in ein angepeiltes großgermanisches Reich gedacht gewesen sein, das man nach dem erhofften Endsieg errichten wollte. Nimmt man diese Beobachtungen zusammen, so ergibt sich, dass die Niederlande im System der deutschen Besatzungsverwaltungen einen besonderen Stellenwert einnahmen, der letztlich weniger einer militärischen oder verwaltungstechnisch pragmatischen Logik folgte, sondern primär ideologisch motiviert war. Wie nun sah die deutsche Zivilverwaltung in Den Haag aus? An die Spitze des Reichskommissariats für die besetzten niederländischen Gebiete, wie die offizielle Bezeichnung für die deutsche Zivilverwaltung in Den Haag lautete,
setzte Hitler den Österreicher Arthur Seyß-Inquart, einen durchaus gewandten, doch zugleich fanatischen NS-Funktionär. Seyß-Inquart hatte sich seine Sporen dadurch verdient, dass er hinter den Kulissen den Anschluss Österreichs vom März 1938 vorbereitet hatte. Danach war er zunächst Reichsstatthalter in Österreich, sodann Reichsminister und Mitglied des Großdeutschen Reichstags geworden. Mit Beginn des Krieges gegen Polen im September 1939 wurde Seyß-Inquart stellvertretender Generalgouverneur. Außerdem war er gleich nach dem Anschluss Österreichs von Heinrich Himmler zum Gruppenführer der SS ernannt worden und hatte damit einen generalsähnlichen Rang innerhalb der SS. Die Stunde seines Lebens schlug dann mit dem Westfeldzug. Mit der Ernennung zum Reichskommissar in den Niederlanden war Seyß-Inquart nicht länger von den Launen eines Hans Frank abhängig, sondern als Hitlers Statthalter in Den Haag ein sogenannter Führer unmittelbarer Funktionär, der Hitler eben direkt verantwortlich war. Obwohl Seyß-Inquart an der Spitze der deutschen Besatzungsverwaltung in den Niederlanden stand und dem Namen Hitlers für, wenn ich so sagen darf, sein Gebiet die politischen Leitlinien entwarf, war er in der Praxis auf die Zusammenarbeit mit zahlreichen Personen und Institutionen angewiesen, die diverse staatliche Organe des Deutschen Reiches sowie Institutionen aus dem Umfeld der NSDAP und des SS-Komplexes in den Niederlanden installierten. Kurz gesagt, auch in den besetzten Niederlanden spiegelte sich das wider, was Historiker gerne die polykratische Struktur des Nationalsozialismus nennen, also die Parallelität und auch interne Konkurrenz rivalisierender nationalsozialistischer Instanzen. Dies kam schon in der Zusammensetzung der engsten Mitarbeiter Seyß-Inquarts zum Ausdruck. Das Reichskommissariat gliederte sich nämlich in Generalkommissariate, die unter Seyß-Inquarts Aufsicht jeweils für bestimmte Politikbereiche zuständig waren. So gab es folgende Generalkommissariate, und Sie sehen es hier auch auf der Folie, für Verwaltung und Justiz, für Finanz und Wirtschaft, für das Sicherheitswesen und das sogenannte Generalkommissariat zur besonderen Verwendung, das im Wesentlichen für politische Propaganda und den Kontakt zu niederländischen Faschisten zuständig war. Nur in zwei Fällen konnte Seyß-Inquart sich die Personen selber aussuchen, die diese Generalkommissariate leiten sollten. Zum Generalkommissar für Verwaltung und Justiz ernannte Seyß-Inquart seinen Dutzfreund Friedrich Wimmer, und zum Generalkommissar für Finanz und Wirtschaft, Hans Fischböck. Diese beiden Personen hatten schon dem sogenannten Anschlusskabinett angehört, das Seyß-Inquart im März 1938 in Österreich gebildet hatte. Bei beiden brauchte sich Seyß-Inquart keine Gedanken um nationalsozialistische Linientreue und eine antisemitische Grundeinstellung zu machen. Die Besetzungen für die anderen beiden Generalkommissariate jedoch waren Seyß-Inquart vor Amtsantritt vorgegeben worden. Die Ernennung von Hans-Albin Rauter zum Generalkommissar für das Sicherheitswesen ging auf Himmler zurück. Die Ernennung von Fritz Schmidt zum Generalkommissar zur besonderen Verwendung auf Martin Bormann. Diese beiden letztgenannten Generalkommissare hatten von vornherein sozusagen eine Zwitterstellung inne. Ihre Loyalität war nicht ausschließlich auf das Reichskommissariat ausgerichtet. Sie verstanden und gebärdeten sich zugleich als Vertreter des Reichsführers SS und des Reichssicherheitshauptamtes, beziehungsweise im Falle von Fritz Schmidt der NSDAP und ihrer Parteikanzlei in München. Bei Rauter kam die Zwitterstellung dadurch besonders zum Tragen, dass dieser SS-Offizier nicht nur das Amt des Generalkommissars für das Sicherheitswesen bekleidete, sondern gleichzeitig auch höherer SS- und Polizeiführer war und in dieser Funktion wiederum ausschließlich Himmler unterstellt war. Ganz offiziell diente Rauter somit zwei Herren zugleich und war in zwei Behörden inkorporiert, in Seyß-Inquarts Reichskommissariat und in Himmlers SS-Komplex. Dass Rauter sich dabei primär an Himmler ausrichtete, wird nicht zuletzt aus seinem umfangreichen Briefwechsel mit dem Reichsführer SS und anderen SS-Stellen mehr als deutlich, die in den 70er Jahren auch ediert worden ist.
Während Schmidt durch ungeschicktes Agieren sich selbst zunehmend ins Abseits manövrierte und nach seinem bis heute mysteriösen Tod im Juni 1943 durch den wenig profilierten Wilhelm Ritterbusch ersetzt wurde, entwickelte sich Rauter im Laufe der fünfjährigen Besatzung des Landes zu einem Machtfaktor, der die Gesamtentwicklung des Reichskommissariats maßgeblich bestimmte. Mit der starken Stellung, die Rauter einnahm, sind wir bei einem Kennzeichen der deutschen Zivilverwaltung in den Niederlanden. Während im besetzten Teil von Frankreich erst im Mai 1942 und in Belgien und Nordfrankreich sogar erst im Sommer 1944, genau gesagt nach dem D-Day, das Amt eines höheren SS- und Polizeiführers eingerichtet wurde, hatte Himmler in Den Haag von Anfang an einen hochrangigen SS-Offizier als seinen Stellvertreter installiert. Und der verfügte in der Zentrale in Den Haag sowie in diversen Außenstellen, die über das besetzte Land verteilt waren, über einen beachtlichen Stab an Mitarbeitern. Dazu kommt, dass die Wehrmacht in den Niederlanden der Zivilverwaltung unterstellt war. Auch das ein bemerkenswerter Unterschied zu Belgien und Frankreich. Während in Paris und Brüssel der jeweilige Wehrmachtsbefehlshaber die höchste Autorität darstellte, war der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden gezwungen, Anordnungen an die niederländische Verwaltung immer über den Reichskommissar, also über die zivile Besatzungsverwaltung, weiterzuleiten. Selbst angesichts der drohenden Invasion der Alliierten an der Nordseeküste erhielt die Wehrmacht nicht freie Hand. Seyss-Inquart wusste im Mai 1944 sogar einen Erlass durchzusetzen, der ihm und nicht Wehrmachtbefehlshaber Friedrich Christiansen im Falle einer Landung der Alliierten das Recht sicherte, über die Ausrufung des Ausnahmezustands in den Niederlanden zu entscheiden. Außerdem stellte Seyss-Inquart sicher, dass die Wehrmacht auch unter Kampfbedingungen weiterhin ihre Anweisungen an zivile Stellen über das Reichskommissariat zu leiten hatte. Dies alles, meine Damen und Herren, unterstreicht noch einmal die Besonderheit, die die Niederlande mit ihrer Zivilverwaltung unter den deutschen Besatzungsverwaltungen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs einnahmen. Nachdem die deutsche Besatzungsverwaltung in den Niederlanden in wesentlichen Grundzügen dargestellt worden ist, soll es nun um die Frage gehen, welche Politik sie in den Niederlanden umgesetzt hat. Hierfür biete ich Ihnen zunächst einen chronologisch strukturierten Überblick an, sodann einen systematisch orientierten Zugriff. Mit dem ersten Zugriff, das heißt dem Versuch, die fünf Besatzungsjahre zu periodisieren, geht es mir zum einen darin, Ihnen überblicksartig wichtige Entwicklungsschritte vorzustellen. Zum anderen lässt sich hieran wiederum eine Dynamisierung und Radikalisierung der deutschen Politik in den Niederlanden ablesen. Ich halte es für sinnvoll, die Zeit vom Mai 1940, also vom Westfeldzug, bis zum Mai 1945, also der Kapitulation Deutschlands, in vier Phasen einzuteilen. Die erste Phase reicht vom Mai 1940 bis Februar 1941. In ihrem Mittelpunkt standen erstens die Etablierung der Besatzungsverwaltung und zweitens das Bemühen, die niederländische Bevölkerung durch das für den Nationalsozialismus zu gewinnen, was ich die Politik der ausgestreckten Hand nenne, also die Bevölkerung des besetzten Landes zur Selbstnazifizierung zu führen. Diese Phase endete abrupt, als sich die deutsche Herrschaft über die Niederlande im Februar 1941 durch einen landesweiten Generalstreik herausgefordert fühlte. Die brutale Niederschlagung dieses sogenannten Februarstreiks läutete denn auch die zweite Phase ein, die bis Frühjahr 1943 reichte. In diese Phase fallen neben die Niederschlagung des genannten Generalstreiks die umfassende Segregation der jüdischen Bevölkerung und der Beginn von deren Deportation in die Vernichtungslager im Osten Europas ab Juli 1942. Außerdem wurden nun Niederländer und Niederländerinnen verstärkt zu Arbeitseinsätzen verpflichtet, und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern auch in Deutschland. Schließlich begann die Zivilverwaltung in dieser Phase, ausgewählte Niederländer in Geiselhaft zu nehmen und in speziellen Lagern zu internieren. Damit verschaffte sie sich einerseits ein Faustpfand für mögliche Verhandlungen mit den Kriegsgegnern, also den Alliierten. Andererseits wollte sie den Widerstand durch die Exekution von Geiseln abschrecken.
Die dritte Phase führte zu einer weiteren Verhärtung der deutschen Besatzungspolitik, nachdem im Ende April und Anfang Mai 1943 ein zweiter Generalstreik brutal niedergeschlagen worden war. Nun wurde die Repression jeglichen Widerstands an Umfang und Intensität ausgeweitet. Der höhere SS- und Polizeiführer Rauter schreckte wohl auch mit Rückendeckung des Reichskommissars nicht einmal vor Meuchelmorden zurück. Selbstverständlich gingen die Deportationen auch in dieser Phase unvermindert weiter, bis die Niederlande im Herbst 1944, um es im Duktus der Nationalsozialisten zu sagen, judenfrei waren. Zwar gaben führende NS-Politiker unter Einschluss von Seyß-Inquart weiterhin vor, an eine Selbstnazifizierung der niederländischen Bevölkerung zu glauben. Doch es bedarf kaum der Erwähnung, dass das harte, repressive Vorgehen gegen den organisierten Widerstand ebenso wie gegen vermeintliche Opposition jede Aussicht auf eine Akzeptanz von Nationalsozialismus und deutscher Besatzung mehr denn je zu einer Chimäre werden ließ. Die letzte Phase setzte dann mit der Landung der Alliierten in der Normandie, also im Juni 1944, und ihrem raschen Vorstoß nach Nordosten ein. In ihr kam es zu einer Erosion und schließlich zum Zusammenbruch der deutschen Machtstellung in den Niederlanden. Kaum kontrollierbare Plünderungen, die Zerstörung von Infrastruktur durch Vorsatz und durch alliierte Luftangriffe gleichermaßen, sowie die Demontage von Maschinen, Eisenbahnzügen und ganzen Fabrikanlagen nahmen zu. Und durch gezielte Überflutungen, auch das war eingangs ja schon erwähnt worden, versuchte die Wehrmacht, wenn auch vergeblich, den Vormarsch der alliierten Truppen zu stoppen oder zumindest zu retardieren. Aus militärischen Gründen wurden im Herbst 1944 über 450.000 Menschen aus den Küstengebieten evakuiert, nachdem schon in den zurückliegenden 2 Jahren mehr als 400.000 Menschen ihre Häuser und Äcker hatten verlassen müssen. Außerdem fällt in diese Phase der ebenfalls schon erwähnte Hungerwinter. Er war nicht nur durch lang anhaltende extrem niedrige Temperaturen bedingt. Er resultierte auch aus dem Versuch der Besatzungsmacht, den dritten Generalstreik niederzuschlagen, den die Londoner Exilregierung im September 1944 zur Unterstützung des Vormarschs der alliierten Truppen ausgerufen hatte. Denn auf Weisung von Seyß-Inquart hin durften Schiffe im Herbst und Winter 1944-45 mehrere Wochen hindurch nur von der Wehrmacht benutzt werden. Die Zivilbevölkerung war somit in den noch nicht befreiten Gebieten des Landes von der Zufuhr von Lebensmitteln und Brennstoffen abgeschnitten. Erschwert wurde das Ganze dadurch, dass sich der dritte Generalstreik besonders auf die Eisenbahn bezog. Auch das erschwerte natürlich die Zufuhr von Lebensmitteln und Brennstoffen. Die humanitäre Katastrophe des Hungerwinters ging also, wenn auch zu ungleichen Teilen, auf das Konto von Reichskommissariat, Wehrmacht und in gewisser Weise auch der niederländischen Exilregierung, die den dritten Generalstreik nicht abbrach. Für schätzungsweise 18.000 bis 20.000 Menschen, die im letzten Kriegswinter an Unterernährung und Entkräftung gestorben sind, kam die Kapitulation der Wehrmacht für den niederländischen Raum zum 5. Mai 1945 zu spät. Soweit, meine Damen und Herren, eine grobe chronologische Strukturierung der deutschen Besatzungsherrschaft über die Niederlande. Nun zum systematisch orientierten Zugriff. Ihn möchte ich anhand von 4 Schwerpunkten angehen, die inhaltlich eng aufeinander bezogen waren. Nazifizierung, Gleichschaltung, Judenverfolgung und wirtschaftliche Ausbeutung. Fangen wir mit der Nazifizierung und der Angleichung der Niederlande an die politische und rechtliche Ordnung des Großdeutschen Reiches an. Im Selbstverständnis der Besatzungsbehörde resultierten beide Aspekte aus dem doppelten Auftrag Hitlers, in den Niederlanden die sogenannten Reichsinteressen zu wahren. Gleichzeitig aber die angeblich germanischen Niederlande zu jener Selbstnazifizierung zu führen, die ich vorhin angesprochen hatte. Deshalb versuchte die Besatzungsmacht in den ersten Monaten nach der Kapitulation der niederländischen Armee ein möglichst freundliches Gesicht zu zeigen. Man wollte der einheimischen Gesellschaft das Gefühl vermitteln, dass sich die deutsche Herrschaft über die Niederlande qualitativ von der Besetzung Polens unterschied und dass die neuen Herrscher ein Engagement der Niederländer zugunsten des Nationalsozialismus mit einer vergleichsweise wohlwollenden Besatzungspolitik und mit der Aussicht auf einen besonderen Platz
beim Aufbau der nationalsozialistischen neuen Ordnung in Europa sozusagen belohnen würde. In diesem Sinn beteuerte Seyß-Inquart in seiner Antrittsrede vom 29. Mai 1940, Zitat, dass wir Deutsche in dieses Land lieber mit der zum Gruß erhobenen offenen Hand als mit der Waffe in der Faust gekommen wären. Unsere Herzen beherrscht keine Feindschaft. Ende des Zitats. Das relativ freundliche Image, das aus solchen Worten sprach, war der Kern der Politik der ausgestreckten Hand. Sie stellte in den ersten Monaten nach dem Westfeldzug für die Besatzungsmacht neben der Etablierung, Sicherung und Ausweitung der eigenen Herrschaftsstellung die zentrale Leitlinie ihres öffentlichen Auftretens dar. Einen öffentlichkeitswirksamen Ausdruck fand diese Politik beispielsweise in der gezielten Förderung des kulturellen und wissenschaftlichen Austauschs zwischen Deutschland und den Niederlanden und in der demonstrativen Förderung des Wiederaufbaus der Hafenstadt Rotterdam, die am 14. Mai 1940 von der deutschen Luftwaffe buchstäblich in Schutt und Asche gelegt worden war. Das positive Selbstbild eines freundlichen Besatzers, der mit hehren, wohlwollenden Zielen in die Niederlande einmarschiert sei, hielt zwar der Wirklichkeit nicht stand, wurde aber von der Presse verbreitet, die wiederum innerhalb der ersten Wochen nach dem Westfeldzug rigoros gleichgeschaltet wurde. Wie stellte sich die Gleichschaltung in den Niederlanden dar? Im Bereich der Medien umfasst die Gleichschaltung etwa das Verbot, sogenannte Feindsender wie Radio Oranje oder die BBC zu hören oder Untergrundzeitungen zu lesen. Deutschfeindliche Artikel fielen der Zensur bzw. Selbstzensur zum Opfer, nur regimekonforme Medienbeiträge durften gedruckt oder gesendet werden. Kritische Zeitungen und Zeitschriften wurden verboten und über die Papierzuteilungen, in Kriegszeiten ein besonders sensibler Punkt, hatte man eine weitere Steuerungsmöglichkeit, die Presselandschaft zugunsten der Kollaborationsmedien und des offiziösen Presseorgans des Reichskommissariats zu steuern, der Deutschen Zeitung in den Niederlanden. Zur Gleichschaltung der Medien gehört auch, dass die unabhängigen Rundfunkanstalten des Landes im Frühjahr 1941 zugunsten eines Staatsrundfunks aufgelöst wurden, der natürlich nationalsozialistisch kontrolliert wurde und die Sendeanlagen sowie das Vermögen der aufgelösten unabhängigen Radiogesellschaften an sich reißen durfte. Journalisten waren gezwungen, einem nationalsozialistisch kontrollierten Berufsverband beizutreten und auf Pressekonferenzen gab die Besatzungsmacht den niederländischen Journalisten mehr oder weniger vor, welche Berichterstattung sie von ihnen erwartete. Nicht einmal im Kino war die niederländische Bevölkerung vor Indoktrination sicher. Das Polychron Holland News orientierte sich in seinem primitiven Propagandaauftritt an der deutschen Wochenschau und Spielfilme, die nicht nationalsozialistischen Vorstellungen entsprachen, waren selbstverständlich tabu. Dem totalitären Anspruch des Nationalsozialismus entsprechend erfasst die Politik von Gleichschaltung und Nazifizierung, aber auch viele andere gesellschaftliche Bereiche neben den Medien. In diesem Zusammenhang möchte ich an die Unterstellung der Gewerkschaften unter einen kollaborationsbereiten Funktionär und ihren Zusammenschluss unter dem Dach der niederländischen Arbeitsfront erinnern. Unverkennbar ein Pendant zur deutschen Arbeitsfront. Mit mindestens dem gleichen Eifer ging das Reichskommissariat gegen das niederländische Parteiwesen vor. Schon im Frühjahr 1940 wurden die Kommunistische Partei und die Revolutionär-Sozialistische Arbeiterpartei zerschlagen. Während man die moderatere Sozialdemokratische Arbeiterpartei zunächst in der Erwartung gewähren ließ, mit ihrer Hilfe die Arbeiterschaft für den Nationalsozialismus gewinnen zu können. Da diese Hoffnung nicht aufging, wurde auch die dritte der linken Parteien des besetzten Landes aufgelöst, und zwar knapp zwei Wochen nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Zum selben Zeitpunkt, also Anfang Juni 1941, wurden auch die bürgerlichen Parteien, konfessionelle genauso wie konservative und liberale Parteien, aufgelöst. Ihr Vermögen wurde vom sogenannten Stillhaltekommissar konfisziert. Den einheimischen faschistischen Parteien, die da noch übrig blieben, ging es dann Mitte Dezember 1941 an den Kragen. Von ihnen blieb nach der deutschen Kriegserklärung an die USA im Dezember 1941 nur eine einzige Partei übrig, die Nationalsozialistische Bewegung der Niederlande, im Folgenden auch abgekürzt NSB.
Bis Kriegsende sollten alle möglichen deutschen Dienststellen und Politiker vom Reichskommissariat über Himmler bis zu Hitler sich darum bemühen, die NSB vor den Karren der deutschen Politik zu spannen, obwohl die NSB von breiten Kreisen der Bevölkerung in den Niederlanden abgelehnt und als landesverräterische Partei betrachtet wurde. Als weiteren großen Brocken im Gleichschaltungsprozess möchte ich auf die Ausschaltung der parlamentarischen Vertretungskörperschaften verweisen. Dies als Inquart einmal als Inkorporation der überlebten liberaldemokratischen Systeme bezeichnet hat. Nur 3 Wochen nach seinem Amtsantritt untersagte der Reichskommissar dem Parlament, den sogenannten Generalstaaten, sowie dem Staatsrat, der laut niederländischer Verfassung die Regierung beriet, jegliche weitere Tätigkeit. Später wurde das Betätigungsverbot auf alle provinzialen und kommunalen Vertretungskörperschaften ausgeweitet. Analog zur deutschen Gemeindeordnung von 1935 gingen die Kompetenzen der Gemeinderäte sowie der Kollegen des Bürgermeisters und der Beigeordneten ab 1941 auf die Bürgermeister über, die Kompetenzen der Provinzialstaaten auf die Provinzialkommissare. Damit war Parlamentarismus auf allen staatlichen Ebenen tot. Prozesse politischer Entscheidungsfindung und Durchsetzung wurden im Sinne des Führerstaats von der parlamentarischen auf die exekutive Ebene verlagert. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Besatzungsmacht einzelne niederländische Behörden wie das Außenministerium abschaffte und neue, genuin nationalsozialistische Behörden und Interessenverbände schuf. Auch das gehört zum Thema Nazifizierung und Gleichschaltung. So führte das Reichskommissariat, um einige Beispiele zu nennen, das Generalsekretariat für Volksaufklärung und Künste ein, die Winterhilfe Niederlande, den Niederländischen Arbeitsdienst und zahlreiche berufsständische Organisationen, wie zum Beispiel die Kulturkammer, die Ärztekammer oder die Apothekerkammer. Allesamt Institutionen, die erkennbar reichsdeutschen Vorbildern entsprangen und deren Spitzen selbstredend mit prominenten Kollaborateuren besetzt wurden. Sie verdrängten konfessionelle und unabhängige Organisationen und waren damit neben den deutschen Beamten und Parteigenossen weitere Instrumente zur Nazifizierung und Gleichschaltung der Niederlande. Parallel dazu überwachte, kontrollierte und leitete die deutsche Zivilverwaltung die anderen niederländischen Behörden. Wie viel Handlungsspielraum die niederländischen Beamten im Einzelnen hatten, ist noch nicht umfassend analysiert worden. Doch Einzelbeispiele zeigen klar, dass das Reichskommissariat kollaborationsbereite, karrierebewusste sowie autoritätshörige Beamte nach Kräften förderte, die aus ideologischer Überzeugung, aus Opportunismus oder aus Hinnahme der gegebenen Machtverhältnisse bereit waren, unter deutscher Kontrolle zu arbeiten. Unter Verweis auf amtliche Kollaboration konnte die Besatzungsmacht die gewünschte Selbstnazifizierung nach außen hin behaupten, während sie gleichzeitig Juden und andere Personen aus dem Staatsdienst entließ, die keine Gewähr für eine nationalsozialistisch orientierte Amtsführung boten. Überhaupt waren personelle Säuberungen ein Instrument, das die Besatzungsmacht extensiv nutzte, um Nazifizierung und Gleichschaltung voranzubringen. So wurden einige Generalsekretäre, die nach der Flucht der Regierung nach London die ranghöchsten Repräsentanten der niederländischen Ministerien waren und nicht mit den deutschen Generalkommissaren verwechselt werden dürfen, entlassen und durch Kollaborateure ersetzt. Das Gleiche galt für 3 von 5 Generalstandsanwälten sowie für einige der Provinzkommissare, die vor dem Krieg von Königin Wilhelmina eingesetzt worden waren. Und Bürgermeister von Gemeinden, die sich offen gegen die Besatzungsmacht stellten, wurden durch sogenannte Regierungskommissare ersetzt, eine Funktion, die der niederländischen Verfassungstradition fremd war. Schätzungen zufolge wurde während der Besatzungszeit gut 1/3 der niederländischen Bürgermeister aus dem Amt gejagt und durch kollaborationsbereite Niederländer ersetzt. Zu all diesen Maßnahmen fühlte sich die Besatzungsmacht im Sinne ihrer eigenen ideologischen Vorstellungswelt berechtigt. Erneut war es der schon erwähnte Kurt Rabel, der Leiter der Abteilung Rechtsetzung und Staatsrecht im Reichskommissariat, der die Leitlinien der Nazifizierungs- und Gleichschaltungspolitik auf den Punkt zu bringen wusste. Wenn er in einem Vortrag meinte, Zitat,
Die Richtlinien für die Verwaltung werden von uns bestimmt. Und die niederländischen Behörden sind demgegenüber lediglich Exekutivorgane des Willens des Reichskommissars. Es liegt also die Steuerung eines fremdvölkischen Verwaltungsapparates durch deutsche Hoheitsträger vor. Ende des Zitats. Neben der Nazifizierung der niederländischen Gesellschaft und der Gleichschaltung des niederländischen Staates war die Judenverfolgung von Anfang an ein zentrales Anliegen der deutschen Besatzungsmacht. Hierzu musste kein Spitzenfunktionär überredet werden. Waren doch Seyss-Inquart ebenso wie die Generalkommissare im Mai 1940 als überzeugte Antisemiten nach Den Haag gekommen. Auch den Mitarbeitern der mittleren und unteren Verwaltungsebenen kann nicht entgangen sein, dass die Verfolgung und Vernichtung der Juden für den Nationalsozialismus eine genozidale Dimension hatte. Es war eben mehr als pure Propaganda, wenn Seyss-Inquart am 12. März 1941 auf einer Großkundgebung im Stadtzentrum von Amsterdam drohte, ich zitiere, »Wir werden die Juden schlagen, wo wir sie treffen, und wer mit ihnen geht, hat die Folgen zu tragen. Der Führer hat erklärt, dass die Juden in Europa ihre Rolle ausgespielt haben, und daher haben sie ihre Rolle ausgespielt.« Ende des Zitats. Und im folgenden Jahr, als die Deportationszüge nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Wannsee-Konferenz zu rollen begannen, bestimmte Seyss-Inquart als eine der zentralen Aufgaben des Reichskommissariats, Zitat, die vollkommene Ausscheidung der Juden aus dem niederländischen Volkskörper. Ende des Zitats. Allen Mitarbeitern der deutschen Zivilverwaltung mussten diese und zahlreiche ähnlich lautende Stellungnahmen ihres Vorgesetzten bekannt sein, wurden sie doch propagandistisch massenhaft verbreitet. Wie aber ging die vollkommene Ausscheidung der Juden aus dem niederländischen Volkskörper, wie sich Seyss-Inquart ausgedrückt hatte, vor sich? Dieses Kernelement einer nationalsozialistischen Neuordnung Europas auf ethnischer Grundlage umfasste verschiedene Maßnahmen, die man zum Teil aus analogen Prozessen im Deutschen Reich und in anderen besetzten Gebieten übernahm. Zu diesen Maßnahmen zählten das Verbot Theater, Konzerte, Bibliotheken, Kinos, Ausstellungen oder zoologische Gärten zu besuchen, das Verbot, sich in öffentlichen Parkanlagen aufzuhalten oder an Märkten oder Versteigerungen teilzunehmen. Auch wurde Juden untersagt, zusammen mit nichtjüdischer Bevölkerung Sport- oder Freizeitaktivitäten nachzugehen und sich an Stränden und in Badeanstalten aufzuhalten. Nicht einmal in Restaurants, Kaffeehäusern, Hotels oder Pensionen durften sie sich ab September 1941 aufhalten. Regelrecht existenzbedrohend war die Ausschließung von Jüdinnen und Juden aus den Schulen, Universitäten und dem Erwerbsleben. Letzteres erstreckte sich zunächst auf den öffentlichen Dienst, danach aber auch auf die Privatwirtschaft und die freien Berufe. Dazu kamen Maßnahmen wie die verpflichtende Registrierung bei den Meldebehörden mit dem Vermerk jüdischer Abstammung auf dem Personalausweis. Dazu kam die Einführung des Davidssterns im Mai 1942 zur Stigmatisierung der jüdischen Bevölkerung. Dazu kam die Enteignung und systematische Beraubung, und zwar von Privatpersonen wie von Unternehmen aller Art. Und dazu kam die Konfinierung, also die Konzentration der jüdischen Bevölkerung auf bestimmte Wohnbezirke. Den Tiefpunkt stellten dann die Deportationen dar, die ab Juli 1942 über Sammelstellen wie die sogenannte Hollandsche Schaubürg in Amsterdam, über die polizeilichen Durchgangslager, die Rauter an verschiedenen Orten des Landes hatte errichten lassen, und vor allem über das zentrale Sammellager Westerbork in die Vernichtungslager im Osten Europas durchgeführt wurden. Beim Einsatz der verschiedenen Mittel, die ich Ihnen vorgestellt habe, lässt sich eine Radikalisierung ausmachen. Während sich das Reichskommissariat in den ersten Monaten der Besatzungszeit mit der Verhängung von Einschränkungen in der privaten und beruflichen Lebensführung der Juden relativ zurückhaltend gab, mit dem Ziel, die öffentliche Meinung im Sinne der Politik der ausgestreckten Hand nicht vorzeitig zu beunruhigen, nahmen ab 1941 gewaltsame Übergriffe zu. Zugleich wurden die Existenzgrundlagen der Juden durch einschlägige Verordnungen immer mehr eingeschränkt, ehe die Deportationen auf grausame Weise zur Endlösung beitrugen. In ihrer Gesamtheit griffen diverse juristische, polizeiliche,
wirtschaftliche und propagandistische Maßnahmen ineinander, um die jüdische Bevölkerung zunächst zu isolieren und anschließend aus den Niederlanden zu vertreiben und in den sicheren Tod zu schicken. In die Ausarbeitung und Umsetzung dieser Maßnahmen waren alle Behörden der deutschen Besatzungsverwaltung involviert, sei es Inquart insbesondere durch den Erlass von Verordnungen, Wimmers Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz durch die Vorbereitung der Verordnungen, Fischböcks Generalkommissariat mit jenen Verordnungen, die die Beraubung der Juden betrafen, Schmidts Generalkommissariat durch die Förderung antisemitischer Propaganda und die Kooperation mit den einheimischen Faschisten und Rauter durch die Organisierung der Deportationen mithilfe der sogenannten Zentralstelle für jüdische Auswanderung und der Einsätze der SS- und Polizeieinheiten. Dazu kamen etliche Gesellschaften und Organisationen, die zur Abwechslung der Beraubung der Juden ins Leben gerufen worden, wie beispielsweise die Wirtschaftsprüfstelle, die Treuhandgesellschaft Omnia und so weiter und so fort. Auch deutsche Banken, wie beispielsweise die Dresdner Bank, waren in die Liquidierung jüdischer Unternehmen und Vermögensbestände involviert. Hinter dem Beitrag, den die Niederlande zur sogenannten Endlösung der Judenfrage leisten mussten, stand also ein umfassender politischer und bürokratischer Apparat. Ich kann an dieser Stelle nur noch einmal wiederholen, dass die vergleichsweise hohe Effizienz, mit der dies alles vonstatten ging, darauf hindeutet, dass alle Ebenen der Zivilverwaltung nicht nur über die Shoah und ihre groß angelegte Dimension informiert gewesen sein können, sondern offenkundig auch höchst engagiert mitgearbeitet haben. Und es dürfte in den Amtsstuben des Reichskommissariats auch kein Geheimnis gewesen sein, dass Seyß-Inquart auf einer Besprechung im Mai 1941, Zitat, die Hochtung des jüdischen Vermögens und seine Widmung für die Finanzierung der Endlösung gebilligt hatte. Von Raub war allerdings nicht nur die jüdische Bevölkerung betroffen. Auch die Niederlande insgesamt litten unter einer zunehmenden Ausbeutung der niederländischen Volkswirtschaft. Gegenüber dem älteren Bild der Historiografie, das die Deutschen von Anfang an auf eine rücksichtslose Ausbeutung des Landes abgestellt hatten, ist die jüngere Geschichtsschreibung allerdings abgerückt. Denn Forscher wie der Rotterdamer Wirtschaftshistoriker Hein Klemann haben nachgewiesen, dass viele Branchen des produzierenden Gewerbes sowie der Handel bis weit ins Jahr 1944 hinein relativ ungehindert weiter produzieren konnten und auch der Handel war kaum von Einschränkungen betroffen. Erst der erwähnte Hungerwinter 1944-45 führte im gesamten wirtschaftlichen Leben des Landes zu Stagnation. Für die Zeit bis zum Hungerwinter kann man teilweise sogar von Bemühungen reden, die Produktivität der niederländischen Volkswirtschaft so hoch wie möglich zu halten. Dafür sprach aus deutscher Sicht zum einen jenes ideologische Moment, das ich ja bereits früher angesprochen habe, nämlich die Tatsache, dass man die Niederländer als Angehörige der germanischen Völker betrachtete und sie deshalb erklärtermaßen beinahe so gut zu versorgen waren wie die Deutschen. Zum anderen war die deutsche Rüstungsindustrie in hohem Maße an Waren aus den Niederlanden interessiert und die Landwirtschaftsprodukte waren im Großdeutschen Reich sehr begehrt. Das Interesse an der Aufrechterhaltung der niederländischen Volkswirtschaft nahm noch zu, als die alliierten Luftangriffe auf deutsches Reichgebiet zunahmen. Und schließlich hatte die deutsche Besatzungsmacht keinerlei Interesse an der Ausbreitung von Hunger und Krankheiten im besetzten Gebiet. Hygienische Gründe und die Absicht, so möglichst wenig Unruhe Anlass zu geben, waren denn auch weitere Motive, die Versorgung mit Lebensmitteln und Kohle in des germanischen Reiches schönsten Garten, wie Himmler einmal die Niederlande bezeichnet hat, so weit wie möglich funktionstüchtig zu halten. Trotzdem lässt sich insgesamt gesehen, analog zu den anderen Politikfeldern, auch in der Wirtschaftspolitik eine zunehmende Radikalisierung der deutschen Besatzungsherrschaft ausmachen. In Anlehnung an Christoph Kreutzmüller unterscheide ich deshalb drei Phasen. 1940-41 ging es zunächst darum, die niederländische Wirtschaft rigoros auf das Großdeutsche Reich und dessen ökonomische Bedürfnisse und Interessen hin auszurichten. Dabei war das Ziel vorherrschend, das besetzte Land unter deutscher Führung zu einer Integration in eine zu errichtende großgermanische Wirtschaftsgemeinschaft zu bewegen, ohne die Substanz der niederländischen Volkswirtschaft und den Lebensstandard der Bevölkerung nachhaltig zu schädigen. Zugleich wurde innerhalb der Betriebe das Führerprinzip anstelle der traditionellen Sozialpartnerschaft eingeführt.
Per Verordnung nämlich wurden niederländische Unternehmen im Oktober 1942 nach deutschem Vorbild in Betriebsführer und Gefolgschaft unterteilt. Begrifflichkeiten, für die es im Niederländischen übrigens keine Übersetzung gab und bis heute gibt. In einer zweiten Phase, die von 1942 bis zum September 1944 reichte, trat eine forcierte Inanspruchnahme niederländischer Ressourcen in den Vordergrund. Beschlagnahmungen und der Übergang von einem mehr oder weniger freiwilligen Arbeitsdienst zur Zwangsarbeit führten zu einer regelrechten staatlichen Ausbeutungspolitik von Land und Leuten. Allein die sogenannten Besatzungskosten, die die Niederlande zum Unterhalt der deutschen Verwaltung überweisen mussten, beliefen sich im Laufe der 5 Besatzungsjahre auf gigantische 6 Milliarden Gulden. Das lag noch über dem Bruttoinlandsprodukt der Niederlande im Jahr 1939. Dazu kam noch ab 1941 eine obligatorische Abgabe von weiteren 1,7 Milliarden Gulden, mit der die Niederländer zwangsweise an der Finanzierung des Krieges gegen die Sowjetunion beteiligt wurden. Und bis zum Sommer 1944 wurden 560.000 Niederländerinnen und Niederländer zum überwiegenden Teil gegen ihren Willen zum Arbeitseinsatz im Deutschen Reich oder im übrigen deutsch besetzten Ausland verschickt. Außerdem wurden in der zweiten Phase Unternehmen, deren Produkte nicht im Interesse der deutschen Kriegswirtschaft lagen, von Rohstofflieferungen abgeschnitten, stillgelegt oder aufgelöst. Zugleich wurde die Ausrichtung der niederländischen Produktion auf die Bedürfnisse des deutschen Marktes gesteigert. 1943 waren rund ein Drittel für den deutschen Markt bestimmt. Ein Jahr später ging bereits die Hälfte der in den Niederlanden produzierten Güter nach Deutschland. Um trotz der verschlechterten militärischen Lage den angestrebten Endsieg zu erzwingen, wurde nun in dieser Phase durch die Ausbeutungspolitik eine Schädigung der niederländischen Wirtschaft bewusst in Kauf genommen. In diesem Kontext nahm der Einfluss des Reiches auf die ökonomische Entwicklung der Niederlande zu. Insbesondere die Zentralisierung der Kriegswirtschaft in Deutschland und allen besetzten Gebieten unter Rüstungsminister Albert Speer sowie die gewaltsame Rekrutierung von Arbeitskräften unter Fritz Sauckel, dem Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, reduzierten den Einfluss des Reichskommissars und seiner Behörde auf die Steuerung des niederländischen Wirtschaftslebens. Im Mittelpunkt der dritten Phase, die von Herbst 1944 bis Mai 1945 lief, standen die vorsätzliche Demontage und Zerstörung industrieller Kapazitäten, die Überschwemmung von Agrarflächen und, sei noch einmal erwähnt, der Hungerwinter, der für Wirtschaft und Gesellschaft eine katastrophale Dimension annahm. Auch Plünderungen durch Gaukommandos aus Westdeutschland gehörten zur Signatur dieser Phase. Obwohl Seyß-Inquart sich nach dem Krieg zugutehalten wollte, er habe in den Niederlanden eine Politik der verbrannten Erde vermieden, ähnelte das Vorgehen von Wehrmacht und Parteigenossen in der Agoniephase der deutschen Herrschaft dem rücksichtslosen Vorgehen deutscher Soldaten auf anderen Kriegsschauplätzen, ich würde sogar sagen unter Einschluss Osteuropas. An die konsequente Verfolgung einer konzise formulierten Wirtschaftspolitik war damals jedenfalls nicht mehr zu denken. Meine Damen und Herren, aus all dem, was ich bisher referiert habe, dürfte deutlich geworden sein, dass die 5-jährige deutsche Besatzungsherrschaft über die Niederlande auf den verschiedensten Gebieten von Radikalisierungsprozessen gekennzeichnet war. Gleichwohl möchte ich darauf hinweisen, dass selbst ein derart ideologisch aufgeladenes Besatzungsregime wie das Reichskommissariat der Niederlande keine homogene Zusammensetzung aufwies. So wie die Wehrmacht sowohl schwer radikalisierte Soldaten als auch karriereorientierte Opportunisten und die Widerständler vom 20. Juli 1944 umfasste, bot auch die deutsche Zivilverwaltung in Den Haag bei näherem Hinsehen unter einer monolithisch erscheinenden Oberfläche Platz für verschiedene Haltungen gegenüber dem Nationalsozialismus. Das konnte auch kaum anders sein, wenn man sich vor Augen führt, dass es sich um eine ständig wachsende Behörde handelte. Waren im Reichskommissariat im Herbst 1940 circa 1000 Mitarbeiter tätig, wohlgemerkt ohne Berücksichtigung der SS-Angehörigen, war der Personalbestand ein halbes Jahr später schon auf 1600 Personen angewachsen.
Im Frühjahr 1943 waren bereits 2000 Personen für Seyss-Inquarts Behörde tätig, und zwar Deutsche wie auch Niederländer. In solch einer großen Behörde lässt sich eine Bandbreite unterschiedlicher Typen ausmachen. Das Spektrum reichte von der apolitischen Sekretärin, die wie die sogenannten Blitzmädel eine Tätigkeit im Ausland als Chance zu persönlicher Entfaltung sahen, bis zu radikalen Nationalsozialisten. Zu letzteren gehörte die gesamte Führungsriege des Reichskommissariats, also namentlich Seyss-Inquart, Rauter, Wimmer, Fischböck und Schmidt. Es gab aber auch nachweislich Angestellte, die sich einem klaren Schwarz-Weiß-Schema entziehen. Zu letzteren zähle ich Hans-Georg Kallmeier, einen Rechtsanwalt aus Osnabrück, der innerhalb von Wimmers Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz für die Entscheidung verantwortlich war, ob ein sogenannter Volljude als Halbjude, ein Halbjude als Vierteljude und ein Vierteljude als Arier angesehen werden könne. Innerhalb der Logik des nationalsozialistischen Antisemitismus wurde Kallmeier mit seinen Entscheidungen sozusagen von Amts wegen in tausenden von Fällen zum Herrn über Leben und Tod. Der Historiker Matthias Mittelberg hat überzeugend nachgewiesen, dass Kallmeier bis zum Äußersten gegangen ist, um Leben zu retten und nur durch Zufall den Nachstellungen durch die SS entgangen ist. Dass Kallmeier 2/3 der 5700 eingereichten Anträge positiv beschied, also zugunsten der Petenten, brachte ihm posthum die Ehrung der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern ein. Für unseren Zusammenhang ist wichtig, dass es möglich war, in einer der fanatischsten Besatzungsverwaltungen von Nord- und Westeuropa Sand ins Getriebe der Judenverfolgung zu streuen, und zwar aus dem System heraus. Bevor ich meine Ausführungen kurz zusammenfasse, möchte ich nun noch den Umgang mit Nationalsozialisten und das deutsch-niederländische Verhältnis nach der Befreiung problematisieren. Ich hoffe, dass dafür noch kurz Zeit ist. Ja, gut. In den Niederlanden stand eindeutig die Abrechnung mit Kollaborateuren im Mittelpunkt der juristischen, politischen und publizistischen Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit des Landes. Es wurden ab dem Mai 1945 aber auch in mehr als 2700 Fällen Strafverfahren gegen deutsche Staatsbürger eingeleitet. Davon mussten sich letztlich 240 Personen tatsächlich vor Gericht verantworten. Die prominentesten deutschen Angeklagten in den Niederlanden waren Wehrmachtsbefehlshaber Christiansen und der höhere SS- und Polizeiführer Rauter. Sie erfuhren höchst unterschiedliche Behandlungen durch niederländische Gerichte, wohlgemerkt. General Christiansen wurde 1949 zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt, 2 Jahre später aber bereits aus der Haft entlassen. Rauter hingegen wurde von einem niederländischen Sondergericht zum Tode verurteilt und gehörte damit zu den 40 Personen, die tatsächlich in den Niederlanden wegen NS-Verbrechen hingerichtet wurden. Viele andere Nationalsozialisten kamen weitgehend ungeschoren davon. Dazu gehörten sogar Führungsfiguren der Besatzungsverwaltung, wie man glaubt es kaum, die Generalkommissare Friedrich Wimmer und Hans Fischböck. Beide kamen in den 50er Jahren in den Genuss einer Amnestie nach österreichischem Recht und entgingen einer juristischen Verfolgung bis an ihr Lebensende. Sie sind also nie belangt worden. Ihnen und vielen anderen Nationalsozialisten kam zugute, dass weder Deutschland noch Österreich ihre Staatsbürger an die Länder auslieferten, die während des Krieges unter der deutschen Besatzung zu leiden gehabt hatte. Dazu kommt, dass die Strafverfolgungs- und Justizbehörden der Nachkriegszeit zu einem hohen Prozentsatz aus ehemaligen Nationalsozialisten bestanden. Am Rand sei vermerkt, dass die Bundesrepublik Deutschland erst spät zur justiziellen Aufarbeitung der Kriegsverbrechen beigetragen hat. Im Jahr 2010 wurde der damals 88-jährige Heinrich Buhre in Aachen zu langjähriger Haft verurteilt, weil er 1944 als Mitglied eines SS-Sonderkommandos niederländische Zivilisten ermordet hatte. Und im Jahr 2013 musste sich der ebenfalls hochbetagte Niederländer Siert Bruins
vor dem Landgericht Hagen wegen der Erschießung eines niederländischen Widerstandskämpfers verantworten, wurde allerdings vom Vorwurf des Mordes aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Wie auch im berühmt gewordenen Fall von John Demjanjuk ersichtlich, wurde die Änderung der deutschen Judikatur in diesem Jahrtausend dadurch befördert, dass die Anklage nun nicht mehr auf Totschlag oder Beihilfe zum Mord lautete, sondern bei KZ-Aufsehern oder SS-Männern endlich von dem ausging, was diese Verbrecher seinerzeit begangen hatten, nämlich Mord. Auch das Ausreden auf Befehlsnotstand wird endlich nicht länger in der Naivität hingenommen, wie das jahrzehntelang der Fall gewesen war. Für viele Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen kommt dies freilich viel zu spät. Auf der politischen Ebene war die sogenannte Generalbereinigung ein Meilenstein in den bilateralen Beziehungen. Mit ihr sollte 1960 ein Schlussstrich unter die Belastungen gesetzt werden, die Besatzungszeit bedeutete. Dass sich die Verhandlungen über mehrere Jahre hinzogen und ausgesprochen mühsam verliefen, lässt erahnen, wie schwierig und sensibel solch ein Ausgleich für beide Länder war. Die Niederlande forderten vor und während der Verhandlungen zur Generalbereinigung immer wieder von Deutschland ein Schuldeingeständnis, stießen aber auf das, was Alexander und Margarete Mitscherlich 1967 die Unfähigkeit zu trauern nennen sollten. Umgekehrt wurde in der Bundesrepublik Deutschland immer wieder moniert, dass die Niederlande moralisierend auftreten, statt mitten im Kalten Krieg der Wiederherstellung gutnachbarschaftlicher Beziehungen und einer Zusammenarbeit im europäischen Rahmen den Vortritt zu geben. Auch gegensätzliche Haltungen zur Frage der Freilassung von deutschen NS-Verbrechern aus niederländischen Gefängnissen oder die Annexion eines kleinen deutschen Gebietes durch die Niederlande im unmittelbaren Vorfeld der Gründung der Bundesrepublik Deutschland erschwerten die Verhandlungen zur Generalbereinigung. So konnten die beiden Länder eben erst 1960 zu einem staatsvertraglichen Ausgleich mit den Niederlanden zueinander finden. Ein klares Indiz für die Zerrüttung zwischen Deutschland und den Niederlanden. Eine Zerrüttung, die bis 1940 durch hervorragende politische und wirtschaftliche Verbindungen miteinander verbunden gewesen sind, diese beiden Länder. Und in der niederländischen Gesellschaft liegen auch nach der Ratifizierung der Generalbereinigung Vorbehalte gegenüber Deutschland. Viele Niederländer meinten, dass die 280 Millionen D-Mark Schadensersatz und Wiedergutmachung viel zu gering seien, zumal die Grenzkorrekturgebiete wieder an Deutschland zurückgegeben wurden. Die niederländische Kritik wiederum rief auf deutscher Seite Erstaunen hervor, weil Bonn der Meinung war, sich geradezu großzügig verhalten zu haben. Weniger kompliziert stellte sich die Situation für die Zeit nach der Befreiung im Bereich der Historiografie dar. Auf Niederländisch gibt es zu keiner anderen Geschichtsepoche so viele Publikationen wie zur NS-Zeit. Und auch auf Deutsch liegen sehr gute Darstellungen vor. Hier hat vor allem die Dissertation von Gerhard Hirschfeld aus dem Jahr 1984 wichtige Maßstäbe gesetzt. Zu vielen deutschen Tätern mangelt es allerdings nach wie vor an einer biografischen oder auch kollektivbiografischen Aufarbeitung. Ohne jetzt einen Werbeblock zu meiner Habilitationsschrift einschalten zu wollen, darf ich wohl behaupten, dass Seyss Inquarts Wirken in den Niederlanden als erforscht gilt. Zu allen vier Generalkommissaren aber fehlen wissenschaftlich fundierte Biografien, ganz zu schweigen von untergeordneten Beamten oder Angestellten des Reichskommissariats oder von deutschen Soldaten. Auf diesem Gebiet ist noch viel zu tun. Wie lassen sich abschließend die Niederlande zwischen 1940 und 1945 in die deutsche Besatzungspolitik während des Zweiten Weltkriegs einordnen? Anfangs herrschte ein relativ mildes Besatzungsregime, nicht nur im Vergleich mit Osteuropa, wo ja von Anfang an erklärtermaßen ein gnadenloser Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg entfesselt wurde, sondern auch unter den westeuropäischen Ländern, wo Seyss Inquarts Politik der ausgestreckten Hand die Bereitschaft zum Entgegenkommen suggerierte. Im weiteren Verlauf kam es jedoch zu einer Radikalisierung der Besatzungspolitik, und zwar, als sich die deutschen Hoffnungen auf eine Selbstnazifizierung der niederländischen Bevölkerung nicht erfüllten, als die NSB, als die größte Kollaborationspartei, weiterhin strikt isoliert blieb und als sogar Generalstreiks die Ablehnung der deutschen Besatzung durch breite Schichten der einheimischen Bevölkerung deutlich machten.
Dazu kommt, dass die jüdische Bevölkerung hier so effizient verfolgt und deportiert wurde wie in keinem anderen westeuropäischen Land. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der SS-Komplex in den Niederlanden von Anfang an eine ungemein starke Stellung innerhalb der Besatzungsstrukturen hatte. Für die letzte Phase, also der Phase zwischen D-Day und Kapitulation, als der überwiegende Teil der Juden bereits deportiert und ermordet war, für die letzte Phase also ist eine dramatische Zuspitzung der Oppression zu konstatieren. Ablesbar insbesondere an der Brutalisierung der Bekämpfung von Widerstand, an der Zerstörung von Infrastruktur und an künstlich herbeigeführten Überflutungen. Dadurch verschwamm im wahrsten Sinne des Wortes der Unterschied zur deutschen Kriegsführung in Osteuropa zunehmend. Eines blieb die 5 Jahre deutscher Besatzung hindurch konstant: die hochgradig ideologisierte Form der Besatzungsverwaltung, die in Hitlers Entscheidung für das Modell eines Reichskommissariats geradezu eingeschrieben war und von Hunderten von Mitarbeitern bis zum bitteren Ende umgesetzt wurde. Es war denn auch die Brutalität des deutschen Auftretens zwischen 1940 und 1945, die die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zu den Niederlanden über Jahrzehnte hinweg so schwer belasten sollte wie zu keinem anderen Land diesseits des Eisernen Vorhangs. Auch in dieser Hinsicht nehmen die Niederlande eine besondere Position ein. Ich hoffe jedenfalls, Sie stimmen mir zu, dass dies alles ein guter Grund ist, sich einmal eine Stunde lang mit Ihrer Geschichte im 20. Jahrhundert befasst zu haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zumal diese Stunde ja auch sehr kurzweilig war und schnell übergehen. Achso, so, jetzt machen wir mal den Beamer aus, dass wir nicht da jetzt sind. Ja. So. Und kommen natürlich zur Diskussion. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Ihre Meinung zu äußern, sich einzubringen. Ja, bitte. Wie viele Mitglieder hatte der NSB in Holland? Da bin ich überfragt. Ihre Frage gehört. Wie viele Mitglieder die nationalsozialistische Bewegung in den Niederlanden hatte, die Mussert-Truppe? Ja, absolute Zahlen kann ich Ihnen nicht bieten. Es wird aber geschätzt, dass ungefähr 5% der erwachsenen Niederländer in der NSB organisiert waren. Bei welcher Bevölkerungszahl ungefähr? Insgesamt waren es so knapp 9 Millionen, allerdings nicht nur Erwachsene. Ja. Und ja, so, damit Sie eine Größenordnung haben. In Ihrem so reichhaltigen Vortrag, darf ich sitzen sagen? Ja, bitte. In Ihrem Vortrag danke ich Ihnen, möchte aber darauf hinweisen, dass es einige Dinge gibt, die Sie nicht erwähnt haben und die vielleicht doch relevant sind, nämlich: Es ist eine Tatsache, dass in den Niederlanden sowie auch dann in Belgien Divisionen niederländischer Art oder Bevölkerung entstanden sind, die zum Teil sofort nach Russland kamen, zum Teil in Niederlanden weiter ausgebildet wurden. Davon war bei Ihnen nicht die Rede. Sprechen Sie von der Wehrmacht oder von SS-Verbänden? Nein, das waren. Sie haben es nicht erlebt, ja? Nein. Ich bin es durch, ja. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Aber es gibt nur noch wenige, die die Stimmung, die Atmosphäre in diesen Besatzungsländern, insbesondere in Holland, nachempfinden können und dann mit auch etwas anders beurteilen können. Jedenfalls. Diese holländischen, flämischen Truppen waren aktiv später, 1944 noch, in Russland tätig. Wenn es sowas gab, dass ganze Bevölkerungsteile, aus denen man Heere herstellen konnte, bereit waren, sich für diesen bösen Hitler einzusetzen, dann kann es nicht ganz so sein, wie Sie es geschildert haben, dass das also einigermaßen war, die Russen. Das war das eine. Das zweite war die übliche Darstellung des Luftangriffs auf Rotterdam.
Sie haben es auch schon geschildert, wurde total vernichtet und war bösartig. Ich war bei der Luftwaffe ein Teiler. Und wage zu sagen, die Darstellung, die die Luftwaffe gegeben hat, dass es so weit gekommen ist, rückt die Sache in ein etwas anderes Licht. Es war nicht Bösartigkeit und was ich gesehen habe, es war nicht eine Totalzerstörung. Nun sind wir hier in Deutschland verwöhnt. Totalzerstörung heißt wirklich für Stalingrad. Aber auch Rotterdam war nur gering. Und die habe ich mit zwei Worten geschrieben. Totalzerstörung und Wirtschaft. Das möchte ich eingeworfen haben. In die Gut. Ja, soll ich Zunächst einmal zu den ersten Bemerkungen. Es sind tatsächlich einige tausend Niederländer, haben sich gemeldet, freiwillig gemeldet zur allgemeinen SS. Das sind nur einige tausend. Einige tausend haben sich freiwillig gemeldet zur allgemeinen SS und sind dann tatsächlich eingesetzt worden zum Krieg gegen die Sowjetunion ab 1941. Es waren aber weit unter den Zahlen geblieben, die deutsche militärische und vor allen Dingen Führung und vor allen Dingen Himmler erwartet hatte. Himmler war hochgradig unzufrieden, dass sich so wenige Niederländer bereit erklärten, der allgemeinen SS und der Waffen-SS beizutreten. Das heißt... Nein, das habe ich fast nicht zu. Lassen Sie ihn doch mal ausreden. Wir haben Sie ja auch ausreden lassen, jetzt ist er dabei. Wir haben Sie ausreden lassen, jetzt ist er an der Reihe, Ihre Fragen zu beantworten, Ihr Statement. Ja, bitte. Ja, ganz selbstverständlich. Also bei den Niederländern kann es nur um einen Beitritt zur allgemeinen SS oder zur Waffen-SS gegangen sein. In die Wehrmacht konnte ein Niederländer nicht eintreten, so ohne weiteres. Also um diese Verbände geht es, um diese Mitglieder. Und da kann ich nur noch einmal sagen, das waren so wenige, dass die Gesamtzahl deutlich unter den Erwartungen blieb, die man auf deutscher Seite hatte. Und wenn Sie insinuieren wollen, dass damit sozusagen, dass die Meldung dieser Niederländer zu den Kampfverbänden ein Indiz dafür sein könnte, dass die Selbstnazifizierung doch gegriffen habe, wage ich das auf das Allerentschiedenste in Zweifel zu ziehen. Das blieb dabei, dass wir es mit einer marginalen Gruppe der Bevölkerung zu tun haben, die sich zu diesen Einsätzen bekannt haben. Also ich sehe keinen Grund, warum ich an meiner Darstellung etwas diesbezüglich zurücknehmen sollte. Was Rotterdam angeht, hätte ich gewusst, dass so eine Frage kommt, hätte ich Ihnen schlicht und ergreifend zwei Fotos mitgebracht. Ein Foto vom Stadtzentrum vor dem Westfeldzug, ein Foto vom Stadtzentrum am 15. Mai 1940. Und dann hätte jeder hier im Saal ganz schnell erkannt, dass Rotterdam, ich kann mich nur noch einmal wiederholen, in Schutt und Asche gelegt worden ist. Da können wir nicht drüber diskutieren. Das war ein brutaler Angriffskrieg, mit dem die Niederlande in die Knie gezwungen werden sollten, denn die deutsche Militärführung war natürlich daran interessiert, den Vorstoß durch die Niederlande weiterhin nach Frankreich so rasch wie möglich durchlaufen zu lassen. Und dann hat man sozusagen der Kapitulation der niederländischen Streitkräfte durch das Bombardement von Rotterdam noch einmal Nachdruck verschafft. Das war eine bewusste Entscheidung, die fatal gewesen ist, die zu Zerstörung des Stadtzentrums von Rotterdam geführt hat. Tausende von Niederländern wurden obdachlos, einige hundert Niederländer haben ihr Leben verloren. Das sind einfach Tatsachen, die muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist in der Geschichtsschreibung unbestritten. Ich habe eine Frage, und zwar wurde dann Deutsch zur Verwaltungssprache oder hat man dann die niederländische Sprache beibehalten? Nein, Deutsch blieb nicht nur innerhalb des Reichskommissariats, okay, natürlich selbstverständlich, sondern auch in der Kommunikation mit niederländischen Beamten. Die hatten gefälligst Deutsch zu lernen. Und in den Schulen auch? War das dann die Hauptsprache? Nein, in den niederländischen Schulen nicht. Das wurde natürlich gefördert, das versteht sich von selber. Und Englisch gegenüber wurde abgeschafft, ich glaube ab 1942, da bin ich jetzt nicht genau sicher, ab welchem Zeitpunkt, aber jedenfalls Englisch als Sprache eines der führenden Kriegsgegner wurde natürlich abgeschafft und stattdessen eben Deutsch auf die erste Stelle gerückt unter den Fremdsprachen. Also man musste
ja, praktisch auch einen Dolmetscher mitnehmen, wenn man dann irgendwas regeln wollte. Jetzt sagen wir mal, die sprachlichen Verbindungen zwischen Deutsch und Niederländisch sind natürlich gering. Vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, während Deutsche weniger Neigung haben, Niederländisch zu lernen, gab es in den Niederlanden traditionell eine sehr starke Orientierung, Deutsch zu lernen. Schon aus Gründen des Handels liegt das nahe, dass man die Sprache eines wichtigen Wirtschaftsnachbarn, mit dem exzellente Beziehungen bis 1940 existiert haben, dass man diese Sprache lernte. Und auch heute findet man eigentlich unter jungen Niederländern durchaus die Fähigkeit, nicht Niederländisch zu lernen. Also die Sprache war nicht unbedingt das Problem, aber der Duktus, mit dem natürlich die deutschen Beamten ihren niederländischen Kollegen gegenüber traten, war der: Wir sind die Herren, wir sind die Sieger und ihr habt euch sozusagen unseren Modalitäten anzupassen. So, zunächst Herr Busemann und dann der Herr hier von mir aus gesehen links und dann bitte. Können Sie etwas sagen, wie die nationalsozialistischen Besatzer anfangs zu der Einschätzung kamen, man könne die niederländische Bevölkerung zur Selbstarisierung anleiten? Weil das eine rein arisch-ideologische Verblendung und völlig krasse Fehleinschätzung, oder gab es da Vorzeiten beispielsweise aus der unmittelbaren Vorkriegssituation? Also die Frage, wie hat beispielsweise die nationalsozialistische Regierung von 1933 bis 1939 ihre Beziehungen zum holländischen Königreich organisiert? Wie hat die nationalsozialistische Regierung, wenn man das Beispiel Österreich nimmt, ist das naheliegend, versucht, vorher schon ideologisch Einfluss zu nehmen auf Kultur, Politik, Wirtschaft in den Niederlanden bis zum Überfall? Soweit ich informiert bin, haben die Niederlande, sie waren natürlich in einer schwierigen Situation ab 1933. Man darf nicht vergessen, dass viele Juden aus Deutschland in die Niederlande hineinströmten, ab 1938 dann auch aus Österreich und den Sudetengebieten. Man darf auch nicht vergessen, dass die Niederlande nach Völkerrecht zu Neutralität verpflichtet waren. Sie durften also, mussten also darauf achten, dass sie sozusagen eine gewisse Distanz gegenüber NS-Deutschland innehatten, genauso wie Belgien übrigens. Von daher gesehen, ich sehe nicht, dass sozusagen die niederländische Regierung in irgendeiner Weise sozusagen in einer Art von vorauseilendem Gehorsam sich an den NS-Staat angelehnt hätte, wenn ich Sie da Ihre Frage nicht verstanden habe. Ich hätte das umgekehrt gemeint. Inwieweit haben nationalsozialistische Außenpolitiker, Wirtschaftspolitiker, Kulturpolitiker vor 1939 schon probiert, vor 1940 schon versucht, Einfluss zu nehmen auf verschiedene Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in den Niederlanden. Wir wissen ja, dass vor dem Anschluss von Österreich sowas ja auch schon in Österreich gelaufen war, beziehungsweise wenn man hier an die Saargeschichte denkt, dass die ja schon im Februar 1933 in Berlin angefangen haben zu fragen, wie kann man die Volksabstimmung vom 13. Januar 1935 umdrehen. Ja, so macht die Frage natürlich auch mehr Sinn, muss ich zugeben. Es gab tatsächlich sozusagen auf der gesellschaftlichen Ebene, die aber leicht dann auch politisch unterwandert wurde, unterlaufen wurde, Verbindungen zwischen Deutschland vor dem Westfeldzug und den Niederlanden. Da gab es zum Beispiel die sogenannte Niederländisch-Deutsche Gesellschaft, die vor allen Dingen von Kaufleuten frequentiert wurde, mit den Industrie- und Handelskammern verbunden war und auf der wirtschaftlichen Ebene, unterhalb sozusagen einer offiziellen politischen Ebene, die das Verhältnis zwischen den beiden Ländern beeinflussen sollte. Und es steht natürlich außer Frage, dass ab 1933 solch eine Gesellschaft unterwandert wurde von Nationalsozialisten. Dazu darf man nicht vergessen, dass auch in den Niederlanden die sogenannte Auslandsorganisation der NSDAP Zweigstellen hatte in verschiedenen Städten des Landes. Das weiß ich nicht. Das müsste ich nachsehen. Das kann ich so genau nicht sagen. Also ich vermute schon, dass sie vor 1933 da existiert haben. Vielleicht sogar bis in die 20er Jahre zurückgehend. Aber jedenfalls ab 1933 bekamen sie eine festere organisatorische Struktur und blieben in dem System der Auslandsorganisationen verhaftet. Sie trug in Den Haag allerdings nicht den Namen Auslandsorganisation, sondern Reichsdeutsche Gesellschaft,
ein bisschen erinnert das an eine Camouflage, würde ich sagen, ja, um die Verbindungen zur NSDAP nicht allzu offensichtlich nach außen hin treten zu lassen. Aber trotzdem waren die deutschen Parteigenossen... Die konnten da legal agieren. Ja, es gab keine gesetzlichen Beschränkungen, sofern sie sich an die niederländischen Gesetze hielten. Es gab aber keine politischen Verordnungen oder ähnliches, die ihnen ein politisches Engagement hätten verbieten oder einschränken lassen. Das gab es eben nicht. Nur eine kurze Frage zu dem Einfluss der EC-Regierung in London und den Generalstreik. Sie haben das so kurz angedeutet, dass praktisch mehr oder weniger auf Einwirkung der EC-Regierung die Generalstreiks abgesagt oder nicht abgesagt wurden. Mhm. War das so? Oder ja, ist ja kaum erklärbar, wo so eine Kraft herkommt, des niederländischen Volkes die Generalstreiks überhaupt durchzuführen. Mhm. Vorangegangen war die Operation Market Garden, also alliierte Truppen waren ja zum Teil schon recht weit vorgedrungen. Limburg und einige andere Teile der Niederlande waren nach dem D-Day schon befreit worden, aber plötzlich stoppte Mitte September 1944 der Vormarsch bei Arnhem und Market Garden ging dann nicht weiter vorwärts und um in den noch besetzten Teilen der Niederlande die Bevölkerung zum Widerstand gegen das NS-Regime aufzurufen und dadurch wiederum dann eben den Vormarsch der alliierten Truppen zu befördern, hat die Exilregierung in London den Generalstreik vom September 1944 ausgerufen. Und da als Reaktion, wie ich das auch vorhin dargestellt habe, hat dann Seyss-Willem Ingwert eben das Embargo über die Einfuhr von Lebensmitteln und Brennstoffen verfügt. Und es war, das, darüber wird auch durchaus kritisch in der niederländischen Geschichtsschreibung reflektiert, es war vielleicht auch ein Fehler, ein politischer Fehler der Exilregierung, dass sie unter den gegebenen Umständen weiterhin festgehalten hat an dem Generalstreik, dass sie ihn nicht beendet hat. Das war natürlich eine unglaublich schwierige Entscheidungssituation, in der das Kabinett in London war. Hätte man den Generalstreik abgeblasen, hätte das wiederum der Verfestigung der deutschen Herrschaft gewissen Vorteil erbracht. Hat man ihn nicht abgeblasen, dann ist genau das passiert, was den Hungerwinter nochmal etwas zusätzlich verschärfte. Also das war eine sehr komplizierte Situation. Deshalb kann man nicht ausschließlich sagen, dass jetzt nur die deutsche Seite dafür verantwortlich war. Es war eine Gemengelage von Verantwortlichkeiten, der eben Tausende von Menschen in diesen Monaten nochmal zum Opfer gefallen sind. Ja, bitte. Ja, nach 1945 kann ich mir vorstellen, musste ja die ganze Bürokratie wieder umgestaltet werden, zum Beispiel die Justiz, die dann die Verurteilung vornahm. Verstehe ich nicht recht, war die jetzt in der Hauptsache niederländisch oder waren da die Alliierten auch dran beteiligt? Wer war dafür zuständig, jetzt da wieder Ordnung zu schaffen oder Gerechtigkeit kann man ja nicht sagen, aber zu richten? Und gibt es da auch Deutsche dabei? Gab es da vielleicht auch Deutsche dabei, die im Untergrund halfen, diese Sachen aufzuarbeiten? Also zum einen die niederländischen Juristen haben versucht, sich während des Krieges, während der Besatzungszeit, so gut es ging, nicht zu kompromittieren. Die niederländischen Gerichtshöfe durften ja auch weiterarbeiten, soweit nichts dagegen sprach, sobald es also keine deutschen Verordnungen gab, galt auch das niederländische Strafrecht weiter. Und von daher gesehen konnten die niederländischen Juristen nach dem Krieg dann auch schlicht und ergreifend wieder nach den ihnen gewohnten niederländischen Rechtsvorstellungen Recht sprechen. Eine ganz andere Situation als in Deutschland und in Österreich, wo ja schlicht und ergreifend dann Justiz, Polizei und sonstige Strafverfolgungsbehörden von Nationalsozialisten unterwandert und besetzt gewesen waren. Da gab es also nicht sozusagen eine Möglichkeit, auf integre Persönlichkeiten ab 1945 zurückzugreifen. Die Situation war in einem besetzten Land wie den Niederlanden natürlich ungleich günstiger. Und
die niederländischen Behörden, jetzt weiß ich nicht genau, was wollen Sie da jetzt wissen in dem Zusammenhang? Im Vortrag haben Sie darauf hingewiesen, dass durchaus die niederländischen Behörden da auch gegen deutsche Staatsbürger, Staatsbürger tätig geworden sind. Nicht? Wenn da so etwas Schlimmes passiert, wie das so ein ganzes Volk oder Völker durcheinander geworfen werden und ermordet und was weiß ich, schlimme Sachen passiert sind, wie man das wieder in die Reihe bekommen kann, wenn jetzt alles kaputt ist, ja, da ist ein Gericht, das ist zerstört, die Richter, die wissen nicht, dürfen wir jetzt so oder dürfen wir so, die Niederländischen auch waren vielleicht unter Angst noch, dass sie nicht richten, dass sie nicht wussten, was sie machen sollen. Also ich kann mir ein fürchterliches Chaos auch in der Justiz vorstellen. Und ich hatte dann noch die Hoffnung, dass eventuell die Alliierten da Unterstützung hätten geben können oder gegeben hätten. Ja, also die deutschen Verordnungen wurden natürlich mit Kriegsende hinfällig. Das heißt, es galt wieder das niederländische Recht, wie es vor dem Westfeldzug gegolten hatte. Damit hatten die niederländischen Richter, Staatsanwälte und die Polizisten eine klare Vorstellung davon, wie sie zu arbeiten hatten. Erschwerend, aber man hat dann sozusagen darüber hinausgehend noch die Todesstrafe wieder eingeführt, die Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich abgeschafft worden war. Denn man hatte den Eindruck, dass hier in den zurückliegenden 5 Jahren derart gigantische Verbrechen stattgefunden hatten, die die befristete Wiedereinführung der Todesstrafe durchaus rechtfertigen konnte. Also die niederländischen Juristen hatten durchaus klare Vorstellungen, nach welchen Maßstäben sie nun sowohl die einheimischen Kollaborateure als auch diejenigen deutschen Staatsbürger, derer sie habhaft hatten werden können, wie sie mit denen umgehen sollten. Etwas schwieriger war es, diejenigen zu belangen, die nach Deutschland hatten flüchten können. Und wie im Vortrag ausgeführt, lieferte ja weder Deutschland noch Österreich Staatsbürger aus. Und auch die alliierten Besatzungssoldaten, die ja Deutschland und Österreich zunächst lange Zeit besetzt hielten, waren zurückhaltend in der Auslieferung von deutschen Kriegsverbrechern an die Niederlande. Ich vermute, dass da der heraufziehende Kalte Krieg spätestens ab 1947 dafür gesorgt hat, dass weniger Auslieferungsgesuchen aus den Niederlanden stattgegeben worden ist. Das war einer der sensiblen Punkte, die auch immer wieder in der niederländischen Publizistik betont wurde, dass auch die Alliierten, die anderen Alliierten, die Siegermächte, hier vielleicht etwas mehr an justizieller Unterstützung hätten leisten können, als sie faktisch geleistet haben. Ja, gibt es weitere Fragen? Ich habe eine Frage zur Gegenwart. Ich habe den Einführung entnommen, dass Sie auch in den Niederlanden gelebt haben. Ja. Okay. Ich mache jetzt eine Vorbemerkung. Wir hatten hier im Saarland von 47 bis 55 das Nationalitätskennzeichen SA auf unseren Autos. Und mein Vater kam auf die etwas dumme Idee, 1953 in die Niederlande zu fahren. In einer Woche hat er dieses Kennzeichen abgeschraubt und wir waren sehr schnell wieder zu Hause. Von daher habe ich frühe Erfahrungen damit. Wie ist das Verhältnis zwischen Niederländern und Deutschen? Ist das entspannter? Ist das immer noch belastet? Es war unglaublich lange verkrampft, richtig verkrampft, und Ihre Beobachtungen, Bemerkungen, die Sie gerade gemacht haben, decken sich mit zigtausenden von anderen, die in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren in die Niederlande gefahren sind. Vor allen Dingen, wenn man sich als Deutscher beispielsweise mit seinem deutschen Autokennzeichen an den beiden Tagen in den Niederlanden aufhielt, an denen der Befreiung der Niederlande, also 4. und 5. Mai 1945, gedacht wurde, dann konnte es passieren, dass einem die Autoreifen aufgestochen wurde, dass der Lack beschädigt wurde. Also da wurde sozusagen, haben Niederländer, ich würde fast sagen, in einer Art von Volkssport ihre Hass auf die Moffen, wie der Schimpfwort für die Deutschen in den Niederlanden lautete, ausgelebt. Diese Tendenz hat sich eigentlich noch fast bis
in dieses Jahrtausend hineingehalten. Ich war zu Beginn dieses Jahrtausends, habe ich an der Universität Münster gelehrt, am sogenannten Zentrum für Deutschland, für Niederlande-Studien. Und dort hatten wir einen gemeinsamen Studiengang mit der Universität Nimwegen in den Niederlanden. Und Teil dieses Studiengangs war, dass unsere Studenten für ein Semester in die Niederlande gingen und von dort kamen dann eben Studenten zu uns. Und unsere Studenten berichteten dann noch tatsächlich zu Beginn dieses Jahrtausends davon, dass ihnen am 4. und 5. Mai das Auto beschädigt worden ist. Also zu dem Zeitpunkt gab es diesen üblen Volkssport noch, aber das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich reduziert. Mir ist aus den letzten Jahren derartiger Unsinn nicht mehr bekannt geworden. Das zeigt ein bisschen, dass die Problematik, die dahinter steht, nämlich die tiefe Verärgerung und Verbitterung darüber, dass Deutschland so zögerlich überhaupt auf die Niederlande zugegangen ist nach 1945, dass das auch von Generation zu Generation sozusagen weiter vererbt worden, weiter gegeben worden ist. Das war nicht nur ein Phänomen der alten älteren Generation, die den Hungerwinter erlebt und erlitten hat, sondern das ist sozusagen dann auch tradiert worden. Und heutzutage, wie schon gesagt, glaube ich, ist das nicht mehr der Fall und da hat sich doch sehr viel getan. Also nur ein kurzer Zwischenruf. Es gab auch schon Anfang der 60er Jahre beispielsweise im katholischen Spektrum von der Caritas auf beiden Seiten Bemühungen, beispielsweise durch die Organisierung von gemeinsamen Kinderferien, da einfach auf der Alltagsebene mit einer neuen Generation von Deutschen und Niederländern dafür ganz andere Verhältnisse zu sorgen, sehr viel entspannter. Und das hat, das kann ich auch persönlich bestätigen, doch ziemlich gut funktioniert. Mhm. Also die Bemühungen gab es auch, aber das ist sehr unterschiedlich. Ich bin für den Hinweis sehr, sehr dankbar und ich darf noch hinzufügen, dass die Bischöfe in beiden Ländern und in beiden Konfessionen auch die ersten waren sozusagen, die aufeinander zugegangen sind. Also auf der kirchlichen Ebene gab es die ersten, ich sag mal, aufrichtigen Versöhnungsbemühungen, Bemühungen, hinter denen die politische Ebene noch lange hinterhergehinkt ist. Und die begannen schon in den 50er Jahren durch entsprechende Erklärungen. Also hier haben die Kirchen tatsächlich Maßstäbe gesetzt. Während auf der politischen Ebene erst der Besuch von Bundespräsident Heinemann 1969 in den Niederlanden eine positivere Bildformung der Deutschen in den Niederlanden mit sich gebracht hat. Also von daher gesehen bin ich dankbar für diesen ergänzenden Hinweis. Da steht doch, ich meine hier diese Kampagnen für die einsitzenden Massenmörder in Holland von Fünden und diese Leute, die hier als Volkshelden, die es weit in die Bildzeitungen überall gefeiert wurden. Also ich meine, dieses Bild, es setzt doch voraus, dass es hier eine wirkliche Volksbewegung gegeben hätte, die anerkannt hätte, was dort passiert ist. Dass stattdessen steht, dass die schlimmsten Mörder hier zumindest von einem breiten Spektrum doch über Jahrzehnte, als die letzten, die Gefangenen von Preda und was man alles aus diesen Typen gemacht hat. Und man darf doch auch einziges nicht vergessen, ab den 50er Jahren ist wieder doch klar, wie die Kleiderordnung in Europa ist. Das ist Westdeutschland, ist ein mächtiges Land mit 60 Millionen ja, gegenüber 8 Millionen Holländer. Also wer da von wem eine Bringschuld im Prinzip gehabt hätte, also diese Indikatoren, eine breite gesellschaftliche Anerkenntnis von dem, was man dort gemacht hat. Also das glaube ich überhaupt gar nicht, dass das bis heute wirklich so erkannt ist, wenn es jetzt keine Rolle mehr spielt, okay. Aber ich weiß nicht, ob das Verdrängte nicht wiederkommt, die nächste Generation. Aber man hat Holland nie irgendwas gehört, was dort gemacht worden wäre. Die 100.000 jüdischen Menschen, die sind verschwunden unter der Ziffer von 6 Millionen. Das ist ja bis heute so. Und 6 Millionen, ja, das ist ganz schlimm. Aber was es real bedeutet hat, nimmt doch hier gar keiner, hat doch hier gar keiner wahrgenommen, real. Also meine, die holländischen, die Möbel, das ist alles, was geliefert wurde, die Jugendverkaufsstellen im Hamburger Hafen, die mit Möbeln aus Amsterdam, wo 100.000 Hamburger haben billige jüdische Möbel aus Holland gekauft. Meine, diese ganzen Sachen, ich widerspreche also ungern, aber ich sehe da ein Missverhältnis. Also dieses Aufregen über Autos von mir aus ist scheiße, wenn das passiert, sage ich auch. Es trifft in der Regel die Falschen. Aber das hat doch seine wirklichen auch seine Ursachen.
Ich weiß nicht, ob hier allgemein, Sie haben ein paar Stichworte gebracht, wie die vier von Breda, das bedarf vielleicht der Erläuterung. Dabei ging es um die letzten vier Schwerverbrecher, die in den Niederlanden interniert blieben, die nicht vorzeitig entlassen wurden nach Verbüßung von zwei Dritteln ihrer Haftstrafe. Und obwohl auch in den Niederlanden dies zeitweilig erwogen worden war, auf deutschen, übrigens auf den Druck, den die Bundesregierung darauf, auf die niederländische Regierung ausgeübt hatte, hatte der niederländische Justizminister zeitweilig erwogen, diesen vier Schwerverbrechern, die die Aufsicht über KZs gehabt hatten, beziehungsweise SS-Außenstellen geleitet hatten in der Besatzungszeit, die vorzeitig freizulassen. So, jetzt hatte die Bundesregierung verschiedentlich versucht, die niederländische Regierung dazu zu bewegen, diese vier Leute freizulassen, und zwar vorzeitig freizulassen, nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftstrafe. Dagegen aber bildete sich rasch in den Niederlanden ein weit verbreiteter Protest, und tatsächlich ist nur ein einziger vorzeitig entlassen worden, weil angeblich sein baldiger Tod bevorstand. Er wurde dann tatsächlich vorzeitig in die Bundesrepublik entlassen und hat noch 5 Jahre gelebt. Ein Umstand, der mit Verbitterung dann auch in den Niederlanden wiederum wahrgenommen worden ist. Die drei Verbleibenden blieben dann eben in niederländischen Gefängnissen und wurden erst 1989 entlassen. Also bei denen war lebenslänglich, fast lebenslänglich. Als die dann entlassen wurden, 1989, waren sie tatsächlich todkrank und haben dann von ihrem Lebensabend in Freiheit dann auch nichts mehr gehabt. Diese Geschichte um die 4-3-2 von Breda, Breda, weil da das Strafgefangenenlager war, in dem die deutschen Schwerverbrecher, Kriegsverbrecher eingesessen hatten, war tatsächlich begleitet in beiden Ländern von entsprechenden Kampagnen. Das hat die Öffentlichkeit nochmal enorm mobilisiert, und zwar über mehrere Jahrzehnte hinweg. In den 50er Jahren ist das zum ersten Mal aufgepoppt, und die letzten Proteste gegen eine vorzeitige Haftentlassung datieren aus den 80er Jahren. Also da, auch daran sieht man zum einen, wie sensibel diese Materie war, zum anderen, sie weisen darauf hin, dass sozusagen in Deutschland dann auch wenig, dass das auch mal wieder ein Indikator dafür war, dass in Deutschland so gut wie kein Verständnis für die Schuld, die diese Leute auf sich geladen hatten, existierte. Ich darf noch hinzufügen, dass als General Christiansen, der wie vorhin im Vortrag ausgeführt wurde, zu 12 Jahren Haft in den Niederlanden verurteilt worden war, nach 2 Jahren aber vorzeitig entlassen worden war, der wurde in seinem Heimatort im Norden Deutschlands wie ein Held empfangen. Und das führte natürlich, wie man sich vorstellen kann, zu erneuter Verbitterung auf niederländischer Seite. Auch das ist ein Indikator dafür, wie wenig Schuldeingeständnis auch breite Schichten der deutschen Bevölkerung jahrzehntelang eingenommen haben. Und von daher gesehen, diese Besatzungsjahre haben immense politische, wirtschaftliche und psychologisch-emotionale Verwüstungen hinterlassen. 2 Fragen. Einmal, gibt es die NSB noch oder eine Organisation, also die Nationalsozialistische Bewegung in den Niederlanden, oder eine Organisation, die sich in ihre Tradition stellt? Und zweitens ist in Ihren Forschungen der saarländische Ministerpräsident Röder, der auch in den Niederlanden aktiv war während der Besatzungszeit, aufgetaucht? Erste Frage ist ganz einfach mit Nein zu beantworten. Die NSB galt mit Kriegsende als aufgelöst. Viele ihrer Mitglieder wurden dann vor Gerichte, zum Teil vor Sondergerichtshöfe gestellt, wie deren Führer Anton Lüssert, der dann auch hingerichtet wurde. Da gab es also eine breite justizielle Aufarbeitung, die sich gegen diese Kollaborateure richtete, und eine rechtsradikale bis rechtsextreme Partei hat es in den Niederlanden dann nicht gegeben. Wenn man bedenkt, dass die NSB schon in der Besatzungszeit so gut wie kaum richtig angenommen worden ist von der Bevölkerung, sondern eher isoliert geblieben ist, kann man sich vorstellen, dass die nach 1945 null Chancen gehabt hätte. Also da unterscheidet sich die politische Kultur der Niederlande doch von dem, was wir aus Deutschland, geschweige denn von Österreich, kennen. Die zweite Frage, bedingt ist mir Franz Josef Röder begegnet.
Er war ja schon 1937 in Den Haag für den deutschen deutschen Austauschdienst tätig und wurde dann später auch als Lehrer an der deutschen Schule in Den Haag angestellt. Meine Recherchen haben bisher nicht, sagen wir mal, wirklich viele Dokumente zutage befördert. Ich glaube, da ist noch viel zu recherchieren. Da müsste man systematisch in Amsterdam genauso wie in Den Haag Recherchen durchführen. Aber was ich gesehen habe, ist doch so, dass ich ihn zusammenfassend durchaus charakterisieren würde als einen jener engagierten Mitarbeiter des Reichskommissariats, die sich bemüht haben, recht aktiv die Politik zu verfolgen, die vom Reichskommissariat ausgegeben wurde auf den verschiedensten Gebieten. Und von daher gesehen gehört er mit zu diesen Figuren der unteren Ebenen des Reichskommissariats, die A wussten, was die Ziele des Reichskommissariats waren und die B auf ihre Art engagiert daran mitgearbeitet haben. Von ihm ist zum Beispiel ein Artikel bekannt, den er sicherlich nicht hätte publizieren müssen, den er aber eben publiziert hat, indem er in geschichtsverfälschender Absicht einen niederländischen Hilfsruf an das Deutsche Reich vom 16. Jahrhundert gleichsetzt, mehr oder weniger mit der wohltuenden Besatzung der Nationalsozialisten ab 1940. Wer so etwas schreibt, will sich in irgendeiner Weise profilieren. Ja, das macht man nicht einfach so, das macht man auch nicht als Widerständler sozusagen. Da steckt schon ein Engagement dahinter. Oder 1943 hat er den radikalsten der niederländischen Faschisten, Horst von Tonningen, eingeladen. Er möge doch einen Vortrag bei einem Institut in Heidelberg halten zur großdeutschen, großgermanischen Wirtschaft. Und das hat er offensichtlich mehrmals, diese Einladung hat er offensichtlich mehrmals ausgesprochen. Und selbst wenn nicht erwiesen ist, dass er das aus eigener Initiative gemacht hat, sondern vielleicht auf Bitten dieses besagten Institutes in Heidelberg, ist doch klar, dass er hier sich an den radikalsten der niederländischen Faschisten gewendet hat, der in einem dauernden Spannungsverhältnis zu dem schon erwähnten Müssert, dem offiziellen Parteiführer, stand. Und dieser Horst von Tonningen, das darf man nicht vergessen, war ein persönlicher Freund von Heinrich Himmler. Also das sind für mich durchaus Indikatoren, die deutlich machen, dass Herr Röder gut integriert war in die Struktur der deutschen Besatzungsherrschaft dort und auf seinem Posten sozusagen engagiert mitgearbeitet hat. Ja, haben Sie vielen Dank, lieber Herr Dr. Koll, für Ihren kenntnisreichen Vortrag. Bei Ihnen natürlich bedanke ich mich für Ihre Diskussionsbereitschaft. Und ich will die Veranstaltung nicht schließen mit dem Hinweis, ohne den Hinweis gemacht zu haben, dass die Buchhandlung St. Johann das Buch von Herrn Dr. Koll hier anbietet und auch noch darüber hinaus einige andere Bücher, die zum Thema ganz interessant sind. Wie immer darf ich Sie natürlich zum kleinen Umtrunk einladen, der hier bei uns jetzt heute ausnahmsweise hier im Raum stattfindet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.